Für das Gürzenich-Orchester ist diese Reise was ganz Besonderes. Wir sind 150 Jahre alt, haben noch nie bei den Proms in London gespielt. Jetzt erstmalig eingeladen zu werden mit einem Programm, das dem Orchester liegt, und vor diesem Publikum zu spielen, ist sowas wie ein königlicher Ritterschlag für das Orchester und freut mich wahnsinnig. Ich war selber persönlich, ich glaube, vor 13, 14 Jahren schon mal in London bei den Proms. Und für mich war das damals ganz neu. Das hatte wie eine Rockkonzertatmosphäre, dass die Leute wirklich im Parkett stehen und nicht sitzen. Und was da für eine Stimmung aufkommt. Also es ist zwar schon lange her, aber ich freue mich riesig und bin natürlich ganz gespannt, wie es diesmal sein wird. In London ankommen ist für mich was Besonderes, insofern ich zum ersten Mal hier bin und bin natürlich überwältigt von der Größe der Stadt. Die Proms sind einfach etwas Besonderes und man fiebert dem schon entgegen. Jeder einzelne Musiker hat sich, glaube ich, diesmal seine Stimme ganz, ganz besonders genau angeguckt. Eine Spannung ist auf jeden Fall da. Ich habe noch nicht hier gespielt. Es ist was, was man überall kennt. Und wer schon mal da war, der ist was, so in der Musikwelt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir als Orchester unter solchen Situationen noch eine Schippe drauflegen können. Das ist ein besonderer Ort, die Royal Albert Hall. Man merkt das sofort, wenn man den Saal betritt. Der Saal ermöglicht das gesamte Spektrum an Farben und an Nuancen. Es gab einen sehr interessanten Moment in der Generalprobe, wo ein Londoner, der viele Proms gehört hat, uns zuhörend einfach kurz angemerkt hat, Moment, hier hört man alles. Ihr dürft und könnt leise spielen, alles trägt. Und das an einem eigenen Leib zu erfahren, dass man tatsächlich an die Grenzen gehen kann und ganz zarte, leise Töne anzubieten und dadurch das Publikum zu sich zu ziehen, das ist das Besondere an den Proms. Sehr schön, Ratsch, genau richtig. Wunderbares Konzert, das erste vom Gürzenich-Sinfonieorchester in London. Das war längst überfällig, aber mit diesem großartigen Erfolg wird sich das schnell verbreiten. Das Publikum hat über 3,5 Stunden stillgestanden, im Innenraum begeistert zugehört. Und das muss man erst mal bringen. Ereignisse wie heute, wo ein Orchester wie das Gürzenicher auf dem Festival der Stadt einen Erfolg verzeichnet, damit punkten wir für die deutsche Kulturpolitik. Stockhausen ist in London Kult. Das wusste ich. Ich habe 5 Jahre in London gelebt und habe das so mit erfahren dürfen, dass also der Name Stockhausen automatisch für Menschenauflauf sorgt. Ich muss sagen, dass sich dieses Invest wirklich gelohnt hat und dass wir Kuratoren, die wir sind, diese Entscheidung nicht nur für richtig halten, sondern von ihr genauso begeistert sind, wie wir vom Konzert sind. Ein Abend wie heute ist ein Meilenstein für ein Orchester. Es ist ein Konzert, das man in sich trägt. Es ist ein Konzert auf Weltklasse-Niveau. Und
das ist immer wieder eine Geschichte, an die man anknüpfen möchte. Da sind wir als Musiker auch schon ein bisschen süchtig.